Hallo Römerling-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Life is Strange. I don't want to go that way. Achso, schade. Ich dachte, ich kann mich ein bisschen umsehen. Aber schaut nicht so aus. Wir sind beim Diner in der Nähe. Und labern jetzt erstmal mit diesen Personen hier. She looks busy and stressed. Hi. You look lost. Close. Do you know if the bus has come yet? The online schedule isn't working. I just got off the school bus, but I'm sure the regular bus is coming too. Oh, that's a relief. I can't be late for this job interview. Ui. I can't believe I have to take a bus all the way to Newport just to find a second job. Are things that bad here? Where are things good? I can't even afford to live here. Well, good luck. Thanks, I sure need it. Chloe. Oh, es ist einfach mal eine halbe Stunde zu spät, Alter. No time for chit-chat. I'm a millionaire. Yep. Got my lottery ticket right here. Waiting for the bus so I can cash it in. Ich will das haben. Jetzt habe ich hier noch irgendwie irgendwas. Einfach mal noch schnell alles angucken. Was? Roll to another universe. Das wäre ein Foto wert, ohne Witz. Fänd ich. There's that dirty RV from the other day. Stop that! Stop! No barking. There was something creepy about that guy and his dog. Okay. Ich dachte, ich kann da irgendwie was machen, dass ich dann. Weiß nicht. Irgendwie mit dem labern kann oder so. Mit dem Hund oder mit dem Typen. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Ja. Erhaltet das Herzblut von der Grady, aber ey, rettet die Bucht. Beendet die menschengemachten Dürre der Bucht. Yeah. Good morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young gal. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Has the town changed much? By Neptune's beard, it has. Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor. You have your own boat? I call her the Bali High. I've kept a hold of her in these lean days. Might be all the time we've got left. I thought one of Arcadia Bay's main exports was fish. Oh, the fish used to jump onto my boat until the Prescotts and their finance fiends snapped up harbor rights. The Prescotts have a lot of power. They might rename the town Prescott Bay, if that tells you much. Do you know them? Too good for my working kind. I know them through their bad deeds. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to learn more, but I have to get going. Happy fishing out there. Ja, da ist Alter. Wir riechen nur so. Oh. Snow. Well, that's a good start to the story. Wetterdienst vom Schnee überrumpelt. In einem seltenen Eingeständnis. Ach, heute ist mein Deutsch echt im Arsch, ey. Hat der nationale Wetterdienst gestern zugegeben, dass es noch keine Erklärung für den ungewöhnlichen und kurzzeitigen Schneefall dieser Woche in Arcadia Bay, Oregon, gibt. Okay. Hallo. Excuse me, sir? Can you believe this town? The world is on fire and our big headline is snow. I can hardly wait for next week's big story. Clouds! The snow was pretty odd. It was right in the middle of a warm, sunny day. Oh, global warming bullshit. It's the Northwest. Snow happens. I keep reading how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls.
You mean Rachel Amber? I guess. I bet she ran away because she was bored. Who wouldn't be here? Hm. Hello. Oh, look at you. A fine example of youth. I bet you're a senior student. Yes, I go to Blackwell Academy. I could tell you're a wise young woman. I know all about Blackwell and this town. I bet you have dirt on the Prescott family. That whole family is dirty. They once done good things for Arcadia Bay. Those days are dead, like anything in their way. I know somebody who's being threatened by a Prescott. Then you be their guardian angel, because nothing gets in the way of that family, especially not the law. Hell, they own your school, Blackwell, almost. You must know Joyce Price from the Two Whales Diner. She's fed me more than my own family. How's a daughter your age who's always in trouble? Married to a real prick. His name is David Madsen. He told me to get a job once, asshole. Not sure what Joyce sees in him, but he better treat her right. How long have you lived in Arcadia Bay? 1,000 years. I've gone through the same changes as the town. What changes to the town? Ones it takes a lifetime to see. There's a lot of beauty here, but a lot of darkness, too. Greedy bastards that ruin this town put people out of work. Out of home. Like me. I'm sorry. Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go? I hate the sun and love the mist. I might be homeless, but Arcadia Bay is still my home. I have to go now. Goodbye. Die sagen aber auch alle nicht irgendwie mal tschüss oder so, ne? Das ist schon ein bisschen unfreundlich. Ah, ich kann ein Foto machen, nice. Wir angucken. Bildstabilisator-Achievement. Nice. Ja, schon wieder welche verpasst. Wie es aussieht. Ich kann auch ein Bild von der Sonne machen. Hier in Arcadia Bay. Frühstück. Firewalk with me. Okay. Ich bin Warren begegnet. Oder eher, Warren hat auf mich gewartet. Natürlich wollte er wissen, was auf dem Parkplatz mit Nathan und Chloe los gewesen war. Ich fühlte mich wieder mies. Ich hätte Warren anrufen sollen, um zu sehen, ob es ihm nach unserem überstürzten Abflug, gut ging. Ich schulde ihm was. Ich sagte ihm teilweise, was mit Nathan los war. Je weniger er weiß, desto besser für ihn. Ich würde ihm gern von meiner Macht über die Zeit und Raum erzählen. Lol. Nein, aber ironischerweise ist dies nicht der richtige Ort oder die richtige Zeit. Außerdem würde er mich sofort als persönliche Zeitmaschine heiraten wollen oder Experimente an mir durchführen oder mich ins Autokino schleppen. Moment, fürs Autokino habe ich doch zugesagt. Hoffentlich schmeißt Warren sich nicht an mich ran. Als ob, du Egomanen. Wir haben viel gemeinsam, aber er ist eher ein super cooler Geek-Bruder. Die Auszeit im Kino kann ich allerdings gebrauchen. Bevor ich den Bus nahm, um Chloe zu treffen, sah ich, wie Nathan und David sich unterhielten. Das machte mich nervös. Sonst war die Fahrt zum Two Whales Diner entspannt. Apropos Zeitreisen, ich war 5 Jahre nicht hier, aber es sieht noch genau so aus. Allerdings sieht man jetzt weniger Fischer und mehr geklaute Einkaufswagen als damals. Chloe und ich hatten den besten Hintergrund fürs Piratenspielen. Alte Schiffe und das Meer. Alles klar. Ich kann auch in die Sonne gucken, wie es aussieht, und da irgendwie von Bilder machen. Ich habe dann irgendwo hier eins verpasst, denke ich mal. That sign reminds me of so many times I ate here with Chloe and my family. When we were happy. Eigentlich muss ich dann ja hier vom Bild machen, ne? War das nicht so?
Also das Bild sah jedenfalls so aus. Ah, ja. Jetzt. Ah, nice. Ich muss aus anderen Winkeln auch noch raufgehen. Alles klar. Es ist gut zu wissen. So, vom Frühstück dann gleich wahrscheinlich auch. Prozessor-Achievement, Alter. Ja, okay. Dann hier vom Frühstück wahrscheinlich. Ich muss mir die Sachen immer merken. Was habe ich denn eigentlich hier verpasst alles? Irgendeinen Mann? Sieht aus wie... unser Lehrer. Mr. Jefferson. Eine Fotowand? Das Wohnmobil? Ein Vogel? Na gut, den Sonnenuntergang, sag ich mal. Und Football, okay. Man, that smell of breakfast and the sound of clanging silverware. Man kann ja mit jedem reden. 13 again. These fishermen are so damn quiet. Did you catch any big ones today? If by big you mean none, then sure. I caught a lot of big ones today. Now let me mourn over my eggs. Oh. I always wonder what people think about when they eat alone. Hello there to you! Such a beautiful day, eh? Oh yeah, it's gonna be a super day. What? Enjoy your breakfast, eh? Alles klar! Oh, Sister Midia. Oh man, I bet that's the same gum from when I was here last. Das wäre eklig. This guy has serious cojones. Erleben Sie ein Abenteuer zu See mit Captain Cousteau. Feiern Sie den legendären Seemann für Ihre eigene Seereise an. Jack Cousteau und seine Unterwasserwelten. Sie haben ihn im Fernsehen gesehen, Sie haben über ihn in der Zeitung gelesen. Ein ortsansässiger Kapitän. Fischer und Fachmann mit 30 Jahren Erfahrung nimmt Ihre Gruppe mit auf eine dreistündige Tour durch das üppige und exotische Wasserreich von Acadia Bay. Jack wird nicht nur die Wichtigkeit unseres Meereslebens für das Ökosystem erklären, sondern ihnen auch helfen, ihren eigenen Fisch zu fangen und zuzubereiten. Täglich und wöchentliche Exkursionspreise 75 bis 125. Für weitere Details besuchen Sie bitte unsere Website seacoustofish.gu. Alles klar. Why does that so not sound fun? Moby Deck Touren. Erkunden Sie Acadia Bay richtig. Entdecken Sie die aufregende Geschichte der Hochsee. Reisen Sie sicher und bequem. Vollständig ausgestattet 12 bis 15 Meter Boote. Touren Nacht und Tag möglich. Paare, Gruppen, Familien willkommen. Dienstag bis Sonntag 6 Uhr bis 19 Uhr. Besuchen Sie uns im Web, um Ihre Tour zu besuchen. Aber Sie haben keine Internetseite. Nice. Alles klar. I might make Chloe check this out with me. Ausflug zum Bigfoot. Erforschen Sie die wilden Wälder Acadia Bays mit dem angesehenen Kryptozoologen Chuck Pierce Jr., Autor von Bigfoot, Mythos oder Wissenschaft und Bigfoot, Monster oder Tier, Sprecher im Dokumentarfilm Bigfoot, ich glaube an dich. Schließen Sie jeden Samstag und Sonntag Chuck für eine halbtägige Wanderung zu den Orten an, an denen eine Sichtung des Bigfoot am wahrscheinlichsten ist. Chuck teilt sein weitläufiges Wissen von Erzählungen, Legenden und Fakten und Sie werden am Ende des Tages einen Fußabdruck des Bigfoots mit nach Hause nehmen, der in einem Gebiet erstellt wurde, das nur Chuck Pierce Jr. kennt. Alles klar. Für weitere Informationen und genaue Zeitangaben kontaktieren Sie bitte sasquatchlives@wildtracks.gu. Okay. The poster doesn't mention whacked students with guns. Blackwell Academy, Acadia Bay, Oregon. Internationales Kompetenz in Kunst und Wissenschaft seit 100 Jahren. Offene Kompostur jeden dritten Samstag. I would buy a shirt, but they're so damn tourist. Ja. You'd never know how weird this town is by these postcards. So, ich gehe mal kurz auf Toilette und guck mich hier um. Flush before pissing on floor. That graffiti has been here forever. Kann ich davon? Nein, kann ich nicht. Gross. Was?
Gross. Ah. Ah, Firewalk with me. Nice. Das Bild. Das Foto. Habe ich gerade übersteuert. Es tut mir leid, wenn ja. Komprimiert Achievement. Thank you, Redneck Poet. Da. Nein, da. Ah, nice. Okay, jetzt brauchen wir noch unser Frühstück, wie es aussieht. Aber erstmal noch mit den ganzen Menschen hier reden. Ew, that guy looks unpleasant. What do you want? I feel like shit. Too much beer, so spare me, please. Just let me suffer quietly. Okay. That officer looks nicer than wannabe cop David Madsen. Hello, sir. Hi, young lady. You look a little lost. Just hungry and thinking about what to eat. Now that is a real problem at the Two Wells. I can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce, like she's our mother. Huh. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just heard that Chloe even had a pot dealer in her room. Who told you that? I didn't hear it on the police scanner. Joyce said the weed belonged to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody, as if I would. I'd just tell the loser to stay the hell away from Chloe, or else. Just kidding. Besides, David Madsen's watching over. Is she a friend of yours? I know her. Then you know she's a handful. She can be, but she can also be a good friend who shows up when you need her. Sounds like you're a good friend. I wish she would be a great daughter and not cause Joyce so much stress. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? He kinda has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Alles klar. I wouldn't last one day as a trucker. Those rigs are too damn big. I don't feel like talking right now. I gotta deliver a load of breakfast to my stomach. Over and out. Burger zum Frühstück, ist das nicht geil? Truckers have such a romantic life. Always on the road. Hello? Pardon moi, but you're in my eyesight. Isn't everything in here within eyesight? I don't care for your tone. You sound like Joyce. How does Joyce sound? Bossy and smartass. Like you. Joyce rules. I want to be exactly like her when I grow up. Looks like you're on your way. I've been coming to this dive for 3 years, and Joyce gives me shit like it's going out of style. That's how she rolls. That's why I worship her every move. Good. I can't wait to see you flipping greasy bacon in a diner when you grow up. Exactly like Joyce. Now pardon me while I get back to my coffee. Was gemein. Der Typ ist gemein. What? What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut class and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Maxter. Of course I'm baked, so I'll laugh at anything. You should be studying, bad boy. So where's all your homework, schoolgirl?
school. Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up. He got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max. Is that? Ah, das ist Trevor. Lul. Hey, Trevor. Holla, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Yeah, I saw you coming out of Dana's room. Yeah, and I finally had to tell Justin because, well, he was into her too. How did Justin react? I got him blazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. Okay. So, na, hier könnt ihr mich hinsetzen, okay? That's funny. Our family never went whale watching. Looks fun. Whoa, Ken Kesey with Joyce? That's so perfect. Für Joyce, die besten Burger und wundervollste Atmosphäre in Oregon. Auf bald, Kay. Forgot about the Fishing Wall of Fame. Du wählst deine Angler-Auszeichnung, gewinnt jeden Monat. Weißer Stör, gefangen von Dick Weber. Weber. Stahlkopfforelle, gefangen von Andy Berry. Königslachs, gefangen von Rich Conrad. Dim, 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 dim. Drool, want everything. Oh ja, oh, der Kuchen, da sah geil aus. Und die Muffins, oho. Schnieke Keks. Din, 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 din. Oh, Nachrichten. Coming up at noon, KBay 7 News will explore the mystery of yesterday's unusual snowfall on a warm and sunny late afternoon that confused and delighted Arcadia Bay residents. We'll be talking with Portland meteorologists in the area and look at some of your fun video reactions to the odd snow flurry. Who knows? Maybe Mother Nature was pranking us all. So stay tuned to KBay 7 News for the real story. Also um 12 stand da, ne? Okay, dann setzen wir uns erstmal hin und warten. Oh fuck, ich soll... Nein! Ich hoffe, es hat gespeichert. Aber richtig gespeichert, Leute. Ich wollte den Part jetzt beenden. Nicht, dass ich jetzt wieder so einen 10 Minuten Dialog oder so kriege. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da. Ich sehe euch oder wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.